Der US-amerikanische Kampfpanzer M1 Abrams soll die Mobilität und Überlebensfähigkeit stark verbessert werden. Die neuen Entwicklungen sollen zur Version M1 A3 Abrams führen. Der M1 Abrams in der Version A2 ist der Hauptkampfpanzer der US-Armee und einer der modernsten schweren Kampfpanzer der Welt. Überall, wo Feuerkraft, Schutz und Beweglichkeit für die US-Streitkräfte gefragt ist, kommt er zum Einsatz. Der Abrams sollte mit dem System Enhancement Package 4 entsprechend weiterentwickelt werden. Doch daraus wird nun nichts. Der M1 E3 soll als Entwicklungsversion das aktuelle System Enhancement Package 3 enthalten und Teile des Package 4. Dabei aber auch nicht wesentlich schwerer werden, da gemäß Generalmajor Glenn Dean, dem leitenden Projektleiter für die Bodenkampfsysteme, der logistische Fußabdruck für zukünftige Kriege reduziert werden muss. Konkret soll die Version M1 E3 des Abrams, welche bei Auslieferung an die Truppe dann die Bezeichnung M1A3 erhält, über eine offene Systemarchitektur verfügen, welche schneller Aktualisierungen ermöglicht. Er soll zudem bei elektrooptischen Geräten und den Feuerleit- und Führungssystemen erneuert werden. Schwerpunkt der neuesten Version sind jedoch die Verbesserungen der Mobilität. Hier könnte die Advanced Combat Engine zum Einsatz kommen, eine skalierbare Dieselmotorlösung, welche General Dynamics Land Systems für den Prototyp Abrams X entwickelt hat und die bisherige Gasturbine ablöst. Zudem soll als Selbstschutz das israelische Trophy-System zum Einsatz kommen, wie es auch für den Leopard 2 A8 vorgesehen ist. Auch die Hauptbewaffnung soll verbessert werden, sodass der Abrams ab den 30er Jahren auch weitreichendere Ziele bekämpfen kann. Über Produktionszahlen und genaue Markteinführung ist noch nichts bekannt. Da aber die US-Armee aus industriellen Gründen dauernd eine kleinere Anzahl Abrams vom Hersteller General Dynamics bezieht, kann davon ausgegangen werden, dass nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten die neue Version A3 in den normalen Beschaffungsprozess einfließt, wenn auch dann noch in geringen Stückzahlen.